Hallo und herzlich willkommen zurück in Hochgeschichten hier an meiner Seite im Er ist Pinguine. so krass behindert, der Typ. Nee, das ist halt scheiße, wenn man einen 5G-Vertrag hat und es läuft halt noch nicht, ne? Dann hat's. Seid ihr auch wieder mit dabei hier bei den Hofgeschichten, meine lieben Freunde? Wir hoffen, dass ihr jetzt eine schöne, angenehme Nacht verleben werdet mit unserer Einleitung in den Schlaf. Moin! Hallo. Das erste, was passiert ist, dass der Hahn kräht. Krasse Genau, Einleitung. zum Einschlafen. Da gibt es ja ganz viele Bohnen hier und auch eine Message hier im Briefkasten. Bone in the urn. Nein, du sollst den Brief lesen. Lies den Brief. Geht das nicht, oder was? Es Hallo geht Philippi, nicht. morgen treffen wir uns für den jährlichen Blumentanz. Wenn du einen Partner findest, Wenn. kannst du vielleicht sogar selbst am Tanz teilnehmen. Im Westen der Stadt ist eine kleine Lichtung, wo wir den Tanz abhalten werden. Komm Okay. zwischen 9 und 14 Uhr, wenn du daran interessiert bist. Pam. Geh mal da ruhig alleine hin mit dem Remien-Ding auf jeden Fall. Das war der Bürgermeister. Ja, ist klar hier. Du und Pam, Dream Team, Junge. PS, ich ziehe auch einen frischen Schlüppi an. Dann riecht es nicht so streng. So, apropos streng riechen, hier sind die Bohnen. Boah, wieso kriegst du eine Bohne dann nicht? Mehr, weil du da um die Ecke greifen musst. Boah. Hallo. 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 Na, Wer hat wie das mal alle gemacht? da? Brauchen wir das Eichenharz oder verkaufen wir das? Ich glaube, da hat der Mene auch eine Kiste bei sich in der Butze stehen. Der Eichenharz? Eichenharz? Nee. Aber das war Eichelkäse. Was? Eichelkäse? Doch, das behalten wir, glaube ich. Warte mal, wie war das? Ja, du hast da eine Kiste. Die Kochkiste ist dafür. Ist das Kochkiste? So? Kochkiste? Ist das eine Kochkiste? Das ist die Kiste, die vor deinem Kühlschrank steht. Also definiere ich die mal als Kochkiste, ja. Da muss Eichenharz sein? Da steht zumindest Eichenharz drin. Ob es da hingehört, weiß ich nicht, aber da sind irgendwie 12 oder 13 Stück drin. Ist ja dein Verhau. So. Kann sein. Ja. Ja. Ich habe übrigens das Mordhau gespielt. Ne? Und? Sagen wir was dazu. Ja, ich habe natürlich kein Land gesehen. Trotz Tutorial. Ich weiß, aber das Tutorial ist halt, dass du zumindest so rudimentär so ein gewisses bisschen Sachen die mitkriegst. Aber ich finde, es ist schon ein ziemlich geiles Game irgendwie. Gnadenlos halt, ne? Ah. Also ich glaube, da ist halt einfach Sterben auch Sinn des Spiels. Also weil du halt nicht jeden Kampf gewinnen kannst. Gerade wenn du Fried halt. Egg. Wieso habe ich kein Fried Egg? Gerade wenn du halt so in die Zange genommen wirst oder so. Ja. Ach Gott, dieses ewige Gießen. Wir machen nie wieder Bohnen oder Stangen weg, so sage ich euch. Genau, andere Sachen muss man auch nicht gießen, die sind ja Hydrokultur, so, genau. Die muss man so nervig. Ich habe die Hälfte meiner Gießkanne, kann ich nicht nutzen. Warum denn? Weil das ein 9er-Feld ist, was ich gieße. Und ja, das, und? Ja, das bringt mir nichts. Ich muss immer nur 6 gießen. Oder ich mache den Langstrahl. Der war auch nicht so viel, weil der auch nur an manchen Stellen. Ja, du bist ja noch jung, du kannst ja noch einen Langstrahl, von daher. Nee, es ist scheiße. Warum Mittelstrahl. Denn? Mittelstrahl, genau. Der Arzt sagt immer mal Mittelstrahl, ist halt gut. Das ist kacke. Also wenn die da rauskommt, dann hast du ein Problem. Pisse, rote Pisse. So ein unschuldiges Spiel und dann sowas. Oh, ich hab Post. Ach so. Vom Bürgermeister Louis. Hallo, mein Freund. So, letzte Feld, voll die Strullert. So, geh pennen. Ich nicht. Nee, machst du durch? Ich geh jetzt in die Mine, ich hab ein neues Schwert. Willst du eine Mine? Ist der jetzt auch so schnell? Guck mal, ich bin hier Flash. Das ist doch die Gießkanne. Ja? Hier, ich bin quasi nebenberuflich Wurstschneidemaschine hier, Kika. Gehst du immer weiter nach vorne, kann das sein? Was machst du denn? Hast du einen epileptischen oder was? Nö, aber ich gehe nicht dabei nach vorne, wenn du schlägst. Du gehst immer weiter nach vorne. Ein bisschen, ja. Okay.
Ja, schlecht. Warum schlecht? Ich find's gut. Immer mehr in den Kampf. Immer den, ja, natürlich, man sucht ja immer den, ne? Immer den ersten Schritt machen. Mene ist umgekippt oder was macht Mene jetzt? Wieso kann ich den nicht? Ey, Sackgesicht, wieso hast du keine. Ey, ja, hey, wir reden nur mit Brilli, Rezepte, sag mal. Ich will Rezepte haben. So kannst du nicht mit Brilli reden hier, du. Nee. Ah. Mir gehört der ganze Hof. Komm, ich reite jetzt mit meinem stolzen Pferd hier. Mit Pferd in die Schlacht. Oh, hoppla. Pferd ist tot. Nee, Pferd ist nicht tot, aber man kann ja, wenn man auf Pferd sitzt, keine Angriffe machen. Ist ja blöd. Wer jetzt bereit für einen Lanzengang? Vielleicht brauchen wir das Pferd für die Mine. Genau, Sir Brilli, ein Lanzengang. Auf ein Wort. zur Abenteurer-Gilde. Mal sehen, was die so zu melden haben. Oh no. Was ist... Dachte, du kochst uns was Feines. Ja, kann ich ja nicht. Ich dachte auch, dass er mal irgendwas macht, was irgendwie sinnvoll ist, der Mene. Es ist noch nichts passiert. Aber achso, die machen das Spiel 2 PM. Da kommt man nach Hause und nichts ist gemacht. Nichts ist gemacht. Nicht mal gebügelt. Genau. Der Einzige, der wieder gebügelt wird, bin ich selber. Und zu essen hat er auch nichts gemacht. Echt, Arschloch. Oh, es gibt ein Lava-Katana. Jetzt hat sich ja Brilli unter den Nagel gerissen. Das kostet 25.000. Ja, und überleg mal, er hat es sich bereits zum zweiten Mal gekauft. Zum zweiten fucking Mal. Ja, und? Nur er hat 50.000 Gold für sich. Du hast auch schon so viel ausgegeben. Nur für andere Sachen, ja klar. Ach, was denn? Ja, weiß ich ja nicht. Aha, genau, ich habe nämlich so ein geheimes Konto in der Cayman Islands. Da hast du auch. Ja. Hallo. Musst du nicht hier immer so tun, weißt du? Hallo, Frau Steuerprüferin. Glauben Sie ihm kein Wort. Mein Unterhose, Arsch. Treffer versenkt. Ja, wahrscheinlich. So, ich bin da mal raus. Ab nach Liechtenstein. Warum sind denn hier keine Steine mehr im Steinbruch? Weil ich da regelmäßig hinfahre und den abblase. Als ob. Du machst gar nichts. Du hast wahrscheinlich, ach scheiße, Baum mir mitten ins Wasser gefallen. Du hast wahrscheinlich schon längst vergessen, dass wir da mal im Steinbruch waren. Ja. Dachte ich mir. Was für ein Steinbruch in dem Spiel? Gibt's gar keinen Steinbruch. Hals und Steinbruch. Hals und Steinbruch. Okay, jetzt muss ich auch mal kurz lachen. Steigerregel. Also, die werden flacher, aber sie werden auch nicht. Also. Der war jetzt nicht schlecht. Ich habe eine geheime Notiz gefunden beim Bäumehacken. Soll ich sie euch kundtun? Ja, mach ich gleich. Pass auf, 3 Schläge noch, ist der Baum kaputt. Vor allem ist dieses Spiel ja in sich komplett logisch, aber. Diese eine Hütte hier unten, wo die Katze Hüte verkauft, ich verstehe es nicht. Naja, ich meine, so ein U-Boot, wo du angeln kannst, ist jetzt auch nicht unbedingt so das Nonplusultra an Logik. Ja, komm, wir machen mal hier unten die Luke auf, mal gucken, was passiert. Ja, nicht, ah, klar, ich angel mal. Also, geheime Notiz, sie ist alt und zerknüllt. Ja, der meint Pam. Aber wenn du sie dir, also hier, warte mal. Wie geht denn das? Achso, in die Hand nehmen. Ah, guckt mal hier, ich schicke euch das mal hier, ist wieder so ein komisches Hadouken-Dings da. Ich schicke euch das mal per WhatsApp. Ich weiß nicht, ob wir die schon haben. Ich habe gerade geheime Notiz 17 gefunden. Ich kann dir jetzt auch einen Schatz vergraben. Ich kann dir jetzt gar nicht sagen, welche ich da jetzt habe. Du kannst dir die ja immer wieder angucken. Ich weiß, aber hier, guck mal, das ist das Ding, was ich bekommen habe. Ein Häuschen mit einem X über der Tür. Ist eigentlich Link's Awakening ein Remake? Was jetzt für die Switch kommt? Ja. Geil, weil ich habe das noch nicht gespielt. Dann kann ich das. Das ist für mich ja noch ein neues Zelda. Das kennen wir schon. Das ist, glaube ich, dieses Schwimmbad. Und dann musst du im Schwimmbad irgendwie oder irgendwo Weg da gehen. Also links hoch, rechts alles runter, klar. Links runter, Ziel. Hadouken! Haben wir das schon geschafft? Weiß ich nicht. Wer hat denn sonst noch ein blaues Haus? Warte mal. Der Bär im blauen Haus. Ja, eine Switch, die zeckt mich auch noch so ein bisschen an, muss ich ja ehrlich sagen. Gerade wegen den Zelda-Titeln, obwohl ich ja eigentlich sonst gar nicht so ein Nintendo-Fan bin eigentlich. Nicht? Aber Nutella, oder? Willow Lane.
Also ich, Home of Jody. Ich muss ja ehrlich sagen, ich finde ja Mario ganz nett, ja, aber diesen riesen Hype um Mario, ist nicht also so Mario meins. Mario Kart, da geht's nichts drüber. Ja, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Ich finde doch Mario Party ziemlich geil, aber so dieses klassische Mario. Ich habe halt lang keins mehr gezockt, weil mir die Wii hatte ich nie. Das heißt, die Galaxy-Titel habe ich nie gezockt. Das letzte, was ich gezockt habe, war Sunshine. Das mochte ich. Ja. Auch wenn das der verhassteste Teil von allen ist. Ja, Dings finde ich halt ganz nett. Auch dieses Smash-Dings. Wer ist das? Smash Bros. Smash Bros. Ultimate. Kacke. Das habe ich mir gekauft und es ist ziemlich cool. Es ist, ja, ist ganz aber nett, es ist ja. Echt nicht ganz einfach. Nee, ist es auch nicht. Aber ich meine, das glaube ich ist der erste große Beat'em-Up-Titel für die Switch gewesen, ne? Beat'em-Ups haben mich halt noch nie interessiert. Ich habe auch nie Tekken oder so gespielt. Oh, doch, Tekken auf der PlayStation 1, ey. Riesenblase am Finger gehabt, auf jeden Fall. Ja, doch, gibt schon geile Titel. Aber, also eine Switch finde ich einfach geil, mit diese Möglichkeit einfach reinzustellen und auf dem Fernseher zu zocken oder halt eben. Ja, wobei ich halt letztens dann auch im Bett versucht habe, Zelda zu zocken, geht einfach nicht. Wieso? Ach, die knippt schon, da spielst du ja wieder mit den Joy-Cons. An der Seite, die am Display dann dran sind quasi. Ja, ja, ja. Ach so, und das geht dann nicht so gut? Das ist für mich so weit auseinander, die Arme, dann kriege ich die nicht koordiniert. Okay. Oh Gott. Nein, krieg ich schon, aber ich finde es nicht so angenehm einfach. So, Mädels, gehen wir in die Kiste oder was? Alles klar. Ja, ich komme mal an, ich komme. Ich habe uns noch ein bisschen Geld organisiert. Oh, organisiert hört sich gut an. Worauf ich richtig Bock habe, ist das Remake von, na, sag doch mal, Warcraft 3. Gibt's doch für die Switch, echt? Nein, nicht für die Switch. Achso. Naja, das, Warcraft 3, wie heißt das? Hat auch unseren Untertitel oder so, ne? Nö, es gab dann immer das Add-on, The Frozen Throne. Ja, ich weiß. Ja, Reign of Chaos. Einer fehlt noch. Arena. Ja, Brilli fehlt noch. Ja, ich bin am Weg. Ich laufe. Ich war unten am Meer. Am Wasser. Ich hätte gerne ein Remake von Warcraft, also vom ersten oder vom zweiten. Die waren ganz cool. Oder von, vom ersten oder zweiten Beste Siedler. Warcraft 3, und da ist ein Remake auch mehr als angebracht. Also bei GOG. Direkt Let's Play. Bei GOG kannst du dir Dings kaufen. Warcraft 1 und 2. 1, glaube ich, in der regulären Edition. 2 in der Battle.net-Edition. Ich habe die nie gespielt, so wie es den meisten wahrscheinlich geht. Nee, also Warcraft habe ich gespielt. Warcraft 1, oh, Orcs and cool. Humans ist von 94, das habe ich gezockt. Und das kannst du dir da kaufen. Wo? Bei GOG. GOG. Wer geht denn hier nicht ins Bett schon wieder? Ich bin doch jetzt im Bett. Das kannst du dir bei GOG holen und dann gibt es den zweiten Teil, also Warcraft 2, das gibt es dann in der Battle.net Edition. Die hatten letztens so einen Sale, glaube ich, habe ich mir beides geholt für ein Apfel und ein Ei irgendwie. Ein Zelda oder ein Zelda? Ein Zelda. Dein Fortschritt wurde gespeichert. Das ist toll. Danke, erwache. Lieber Computer. Erwache mit dem Wachturm. Willibi, ich bin wirklich froh, dass du ein Teil unserer Gemeinde geworden bist. Die Kartoffeln bitte nicht verkaufen. Ich habe einen Check über 500 Gold des Sternentautaler Agrarfonds beigelegt, um dir zu helfen. Weiterhin gute Arbeit zu leisten. Vielleicht kannst du damit ein neues Saatgut kaufen. Grüße, Luis. Leute, kriegen wir jetzt schon Almosen von dem oder was? Ja, weil der genau weiß, dass du die Scheiße immer für irgendwas anderes rausballerst. Ich hab ein Buch ausgegraben. Boah, ich hab schon 1 Milliarde Bücher ausgegraben. So, pass mal auf, ich habe jetzt hier... Mene, ich habe jetzt hier Kartoffeln. Ja, pack sie in die Kochkiste, bitte. Ja, ich habe 26... 35 Kartoffeln. Soll ich die alle reinpacken oder was? Oder nur die High-Tier? Nee, eben die High, die goldenen nicht. Ich glaube, das lohnt sich nicht finanziell. Ja, dann oder? Die normalen oder die silbernen oder was willst du? Ich glaube, werden dann die Produkte nicht auch besser? Mach die normalen. Mach nur die normalen. Also dann verkaufe ich die anderen, ja? Alles klar. Kein Veto. Ist hier irgendjemand mit mir? Wer ist mit dir? Gießt jemand mit mir? Ja, ich. Im Geiste bin ich immer bei dir beim Gießen. Aha. So, ich fange unten an. Du machst ja hier 20 Felder auf einmal. Was willst du denn immer? 6. Leider, weil wir falsch gepflanzt haben. Ja, genau. Ja,
Wir sind die Stardew Valley-Macher. Wenn wir Staudenpflanzen machen, muss es Vor- und Nachteile geben. Die perfekte Pflanze gibt es einfach nicht. Nee. Macher, also Singular. Ich bin nicht, wir sind. Wieso? Weil das ist ein Ein-Mann-Projekt. Das war ein Ein-Mann-Projekt, ja. Quatsch. Doch? Das ist nicht Rollercoaster Tycoon 1. Hä? Das ist. Stardew Valley ist von einem alleine geschrieben worden. Ja, und Rollercoaster Tycoon auch. Das mag ja sein, aber hat er damit Chris hier Sawyer, recht? Bester Mensch, der es jemals gegeben hat. Ja, natürlich. Gleich nach Captain Future. Du hast überhaupt nicht alles gegossen. Ja, du bist doch hier mit der... Ey, der Blumentanz fängt an im Wald. Komm, wir gehen in den Wald. Deswegen wir haben doch eh keine Freundinnen. Ist doch scheißegal. Machen wir da eine klar. Dann muss ich mir aber einen anderen Hut anziehen. Dann kriegt keiner ab. jetzt muss er sich wieder seinen Fickhut aufsetzen. Meinen Ausgeben. Ja, natürlich. Schön die Ludenkappe hier auf jeden Fall. Das ist der mein Ausgeben. Ist der mit Lack? So. Wo müssen wir denn da hin? Nach unten, nach Süden raus, am See vorbei unten. Ich habe mich noch nicht um die Tiere gekümmert heute. Das sieht doch ein bisschen besser aus. So geht das auch mit den Girls. Mit den Girls. Look at me, bitches. Wo ist das jetzt? Und den Raueis kommt der wieder als Captain Ahab, ja. So, Mädels, ich habe eine 20 Meter Yacht, habe ich hier im Hafen liegen, nicht? Kommt mal ran hier. Habe ich gesagt 20 Meter? Ich meine 50 Meter. 20 Meter ist der Pool. So, Mene, was ist nun? Schwingen wir heute noch Tanzbein oder was? Ja, ich wollte da noch Kühe melken hier schnell. Weißt du, der eine denkt nur an seine Kopfbedeckung, die passen zum Anlass. Das sind der andere voll praktisch irgendwie. Pflichtbewusst. Und das hier? Das könnte ein Kuhäuter sein. Oh, Ziegenkäse hat jemand hergestellt. Was war das? Inventar voll. Warum? Oh. Was passiert? Ja, ich hab das Inventar voller Käse. Achso, und deswegen heißt es bei mir auch Inventar voll. Das ist ja interessant. Scheinbar. Los geht's. Oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, hier. Oh. Ach du Scheiße. Und wir haben wieder niemanden. Schon wieder so die haben uns ausgegrenzt. Ja. Hier kommen die Mene, bitten mit jetzt. Komm, Mene, wir tanzen. Ja. Jetzt komm ran. Geht doch gar nicht. Hat nicht geklappt. Mach nochmal. Wer hast denn das gemacht? Wer hast du das gemacht? Ich bin auf dich drauf. Also. Aha. Was denn? Komisch. Hä, warte mal. Was denn? Komm mal her. Dann kam da bei mir die Meldung. Kann sich gerade nicht um deine Anfrage. Bleib mal stehen. Ja, mach ich doch. Mene, hast du noch... Ah, yes. Hier geht's los. Sich nicht um deine Anfrage kümmern. Mene, hast du noch eine Anfrage laufen von mir oder was? Ah, Recipe. Ich habe ein Rezept. Ah ja. So, das war jetzt eine schöne Nudelparade hier oben. Ach, hier ist das Fest. Ja, jetzt haben wir uns so ausgelaugt. Ach, guck an. Was gibt's denn hier beim Shop? Pflanzen. Nicht wirklich Gutes. Nichts wirklich Interessantes. Ach, guck mal, eine Saisonpflanze. Hast du gesehen? Wer kauft denn da schon wieder? Ja, die Vogelscheuche müssen wir doch kaufen. Die haben wir ja noch nicht. Außerdem ist das die Rare Grow. Habt ihr das gesehen mit diesen Saisonpflanzen? Ja, eine Zierpflanze, die sich jede Saison ändert. Emily ist voll. Na sowas. Hat sie gesagt, sie ist voll. Oh, und ich habe immer den Glitch tollen... steht auf Emily. Ich habe immer dieses seltene Glück, zu Pam gleich zu rennen. Welch ein Leben, oder Kind, süßer Wein, ein plätschernder Bach, warme Luft. Habe ich schon den Wein erwähnt? Eines Tages werde ich die Blumenkönigin sein. Nein, du bist wenn du hier nicht angeln kannst. Ja, ich habe hier gerade mit Dings gesprochen, mit dem Hoshi, mit dem Angel-Hoshi, und der hat gesagt, hätte ich doch bloß meine Angel mitgenommen. Ich genieße nur die Aussicht. Ah ja. Ah. Ich mag es so gar nicht, vor allen zu tanzen. Oh, jetzt geht's los. Wer war das? Was passiert? Kommt hier der DJ mit einem krassen Mixtape. Ach du Scheiße. Oha. Die haben uns tanzen sehen auf unserer... Where dance? Hey, wo bin ich denn eigentlich?
Soll ich da nicht mitmachen, oder was? Ja, doch, du stehst oben links in der Ecke, wenn du so eine scheiß Mütze auf hast. Ja, tatsächlich. Was ist das für eine Zwiebel? Zwiebel, wir tanzen. Was soll das denn? Ja, die wussten nicht, ob sie nicht bei Männern oder Frauen einsortieren sollen. Der Mädel als einziger bei den Mädchen oben. Mädchen, ich glaube, die denken, dass du ein Mädchen bist, Mene, kann das sein? Sieht so aus. Sagt die mit dem Schnauzbart. Also mindestens sortieren sie mich ein. War cool, also ich meine. Mega Tanz, Leute. Das hat Spaß gemacht, Zeit nach Hause zu gehen. Wow. Auf jeden Fall, also ich würde mich ankotzen, da oben in der Ecke zu stehen. Mega. Warum hat das Geld gekostet? Achso, weil du was ausgegeben hast. Ja. So. Ja. Oh, was der Ziegenkäse. Oh, das war schon irgendwie awesome, muss ich mal sagen. War mega. War echt gut. Also Mene, du hast echt eine lockere Hüfte, muss ich sagen. Oh, ich durfte nicht mitmachen, ich verstehe es immer noch nicht. Das ist Mobbing. Nee, ist kein Mobbing, das ist einfach Mobbing mal Mobbing hier im Stardew Valley, Leute. Das ist einfach mal Gerechtigkeit, mein Freund. Ach, das war Mobbing und das weiß auch jeder. Ach, jeder Popeye. So, ich brauche 15 Holz, eine Tulpenzwiebel, einmal Zierlauchsaat, einmal Mohnsaat und einmal Sommerschmucksaat. Ja, und ich brauche einen Sack voller Diamanten. Kriegen wir beide. So. Aus 5 Iridiumbarren und einer prismatischen Scherbe kann man einen Heiratsring herstellen. Das ist natürlich super. Da liegt dir wahrscheinlich jede Ische irgendwie zu Füßen. Gehen wir ins Bett oder was machen wir? Was wolltest du noch machen? Ja, wollen wir nicht. Nochmal tanzen üben. Nochmal tanzen üben. Ich wollte auch mal tanzen. Ich durfte ja nicht. Ja, nächstes Jahr dann. Oh, der Treppentanz. Links und rechts, Treppentanz. Hackespitze 1, 2, 3. Hackespitze 1, 2. Und dann muss ich noch das Instrument bedienen. Das hast hört man aber nicht, das hörst nur du, ne? So, ich bin müde, ich muss ins Bett. Mir kam schon. Das. Oh, du hast kaputt gemacht. Nichts passiert. Schön das ganze Gatter in der Hand. I am in the higher. Yes, I am too in the higher. War das zweite Tag? Ja, oder? Ja, ja. War, glaube ich, der zweite. The Folge ja, ist over. Ja, liebe Freunde, wir bedanken uns. Was? Ich habe Hofarbeitsstufe 10. Wähle einen Beruf. Handwerker. Handwerkswaren, wie zum Beispiel Weinkäse, Öl etc. sind 40% mehr wert. Oder Landwirt. Alle Pflanzen wachsen 10% schneller. Ja, Landwirt. Aber macht das im Multiplayer Sinn? Musst du die dann gepflanzt haben? Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung. Ich mache jetzt mal trotzdem Landwirt, weil, ne, ist ja Wurst. So. Wieso bist du schon Level 10? Ich mache viel mehr Ammo. Ja, du machst bloß mit deiner Turbo-Gießkanne da. Ich muss halt jedes einzeln gießen. Das ist schon klar, dass das mehr Punkte bringt. Nee, ist nicht, ist Gerechtigkeit. Ist lächerlich. Gerechtigkeit. Lächerlich. Revolution. Liebe Freunde, wir bedanken uns ganz, ganz herzlich, auch wenn mich das Spiel wieder mal verarscht hat. Free T-Bit. Dass ihr zugeschaut habt. An meiner Seite keine. Sind auf jeden Fall keine Freunde. Bis zum nächsten Mal wünschen euch also Leidensgefährten, alles Gute. Könnte man sagen. Der Zwiebelpeter. Ja, tschüssi. A.K.A. Arsch und Mene, a.k.a. Blödhammel. Ja, tschüss. Tschüss.